Sind die gut? Bayer Leverkusen macht schon Anfang der Saison richtig Spaß und spielt Fußball der ganz hohen Schule. Das war nicht nur ein Hauch vom Guardiola-Fußball, das war wirklich Pep und Manchester City. Im Moment sehe ich die mindestens auf Augenhöhe mit den Bayern. Wir erklären, warum Bayer Leverkusen aktuell wie ein Titelanwärter spielt und wir haben für euch die Kicker-Elf des zweiten Spieltags am Start. Kicker Weekly, Abfahrt! Nach diesem Wochenende kann man doch einfach wieder nur feststellen: Fußball ist das Schönste, was ist, ne? Die Bundesliga ist einfach schön. Kane macht Kane-Sachen, Union macht weiter Union-Sachen und Bayer Leverkusen macht Guardiola-Sachen. Dazu gleich mehr, aber erstmal kommen wir zur Kicker-Elf des Spieltags, die wir wie immer nach den Kickernoten aufgestellt haben. Die präsentiere ich euch jetzt und dann geht's rund. Jo, dann könnt ihr nämlich den Kommentarbereich zu eurem Wilden Westen machen und über diese Top 11 diskutieren. Im Kasten, und ich glaube, das ist tatsächlich der No-Brainer, Jiří Pavlenka. Er war auf jeden Fall nicht schuld am 0:1 von Werder in Freiburg. Was für Monsterparaden hat der bitte hingelegt? Insgesamt 6 gehaltene Bälle, Kickernote 1. Links hinten, auch der ist irgendwie klar, Robin Gosens. Traum-Startelf-Debüt, Doppelpack in Darmstadt, 82% Zweikampfquote, ebenfalls Kickernote 1. In der Innenverteidigung sein Kollege Danilo Doki hat hinten kompromisslos abgeräumt, dazu das Tor zum 4:1 und Note 2. Neben ihm Jonathan Tah, auch er traf für Leverkusen in Gladbach, dazu eine überragende Passquote von 93%, Kickernote 1,5. Rechts hinten noch ein Unioner, Josip Juranovic mit 2 Torvorlagen, insgesamt 4 Torschussvorlagen und sehr aktiv mit 49 Ballkontakten, Note 1,5. Im zentralen Mittelfeld, zweiter Spieltag, zweite Top-11-Nominierung für Granit Xhaka. Er war der Regisseur beim 3:0 von Bayer, überragende Pässe hinter die Abwehr gespielt, Tore eingeleitet, 12,4 Kilometer gelaufen, Note 1. Dann 3 offensive Mittelfeldspieler, links Jan-Niklas Beste, trotz eines verschossenen Elfers, Tor zum 1:0 für Heidenheim gemacht, das zweite vorbereitet, insgesamt 7 Torschüsse aufgelegt, Kickernote 2. In der Mitte Xavi Simmons. 1 Tor, 2 Torvorlagen, 83% Passquote. Der Mann ist ein richtiges Juwel. Note 1,5. Kevin Stöger vom VfL Bochum komplettiert das Mittelfeld. Starkes 1:0 gegen den BVB erzielt. Insgesamt 3 Torschüsse abgegeben. Note 2. Und im Sturm kein Harry Kane. Der hat nämlich trotz seines Doppelpacks nur Note 2 eingeheimst. Jonas Wind und Victor Boniface mit ihren jeweils 2 Buden. Die Note 1,5. Wind als entscheidender Mann beim Wolfsburger Sieg in Köln. Boniface mit satten 11 Torschüssen. Der Typ ist einfach eine Maschine. Wie bewertet ihr die Top 11? Wo hättet ihr was anders gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Wir haben erst den zweiten Spieltag hinter uns und trotzdem ist Bayer Leverkusen schon jetzt die Mannschaft der Stunde. Viele sprechen schon jetzt vom Titelanwärter Werkself und das hat für unseren Reporter Stefan von Nox mehrere Gründe. Eine unglaublich vielfältige Palette, sei es vom Personal, das durch die Neuzugänge extrem aufgewertet wurde, mit Xhaka als neuem Leader, mit Boniface als extrem wuchtigen Mittelstürmer, mit Grimaldo, der als Linksverteidiger wie ein Spielmacher agiert. Der Kader ist sehr ausgeglichen und sehr hochkarätig besetzt und zudem hat ihn Xabi Alonso halt in diesem Sommer extrem weiterentwickelt, was Spielanlage betrifft, was die Flexibilität betrifft. Bayer war ja eine Mannschaft, die immer extrem über das Konterspiel kam oder das Umschaltspiel, gerade unter Xabi Alonso, als er sie letzte Saison übernommen hatte auf Platz 17, hat er halt nur in erster Linie auf die Stabilisierung der Defensive geschaut und viel im Umschaltspiel gemacht. Und jetzt spielt Bayer hervorragenden Ballbesitzfußball und kann Gegner richtig auseinandernehmen, wie man am Samstag auch in Gladbach gesehen hat. Ja, auseinandernehmen ist ein gutes Stichwort. Vieles im Spiel der Leverkusener erinnert an den Stil eines gewissen Pep Guardiola. Und bevor ihr jetzt sagt, brennt euch der Helm, Stefan hat ein paar Parallelen beobachtet, sowohl in der Spielanlage als auch beim Trainer.
wenn man das erste Tor in Gladbach gesehen hat, das nach einer Staffette über 29 Stationen gefallen ist, das war halt, ja, das war nicht nur ein Hauch von Guardiola-Fußball, das war wirklich der Stil, den man halt von Pep und Manchester City gewohnt ist. Das war ganz großes Kino, das war geduldig ausgespielt und dann wirklich den Gegner seziert, auseinandergenommen. Er ist ähnlich, sage ich mal, angespannt und aufgeregt an der Seitenlinie. Ein locker an der Seitenlinie stehenden Xabi Alonso gibt's nicht. Nicht im Spiel und auch nicht im Training. Er ist unheimlich in diesem Spiel drin, achtet sehr auf die Details, betont auch immer wieder, die kleinen Details sind wichtig, ist ein Satz, der bei ihm immer wieder auftaucht. Das fängt im Spielaufbau an, das haben sie im Trainingslager geübt, dass sie immer wieder nicht nur hinten quer umspielen, sondern immer wieder auf die Sechser spielen, die wir zurückspielen, dass man da den Druck vom Gegner wegnimmt. Und ja, die Tore, die sie jetzt geschossen haben, diese diagonalen Bälle von Xhaka in den Rücken des Abwehrspielers, wo dann ein Spieler wie Hoffmann mit Tempo kommt oder in dem anderen Fall Grimaldo, die hat Xabi Alonso auch mit Xhaka und Hoffmann im Trainingslager einmal üben lassen mit Grimaldo. Die Experten sind voll des Lobes. Für viele ist der Kader nach dem der Bayern der zweitbeste. Und trotzdem dachte sich Chefkoch Simon Rolfes, ich koche noch mal ein bisschen weiter. Mit Nathan Teller hat Leverkusen auf die eh schon absurd gute Transferperiode noch mal einen draufgesetzt. Warum ist dieser Mann Bayer 23 Millionen wert? Ja, also auf alle Fälle ist es schon eine beachtliche Investition für einen Spieler, der 24 Jahre alt ist und in der Premier League noch nichts wirklich gerissen hatte. Der hat 33 Spiele, ein Tor gemacht, aber letztes Jahr als Leihgabe für den FC Burnley hat er 17 Tore gemacht. Als Spieler, der hauptsächlich rechts oder links außen spielt, der aber auch hinter der Spitze spielen kann, der für Burnley auch sogar teilweise Mittelstürmer gespielt hat. Und da hat er in der Championship 17 Tore gemacht. So gesehen eine Investition, ja, die bemerkenswert ist, aber er bringt halt ein Element in diesem Bayer-Kader wieder zurück oder verstärkt zurück, das durch den Abgang von Moussa Diaby ein bisschen unterrepräsentiert war, extreme Schnelligkeit. Xabi Alonso hat jetzt noch mehr Möglichkeiten, kann noch variabler spielen und jetzt, wo Armin Adli gesperrt ist, fehlt so dieser Topspeed-Spieler auf der Linie hinter Boniface. Mit Teller hat Bayer jetzt wieder so einen. Ja, Teller erhöht nochmal die Kaderbreite und Tiefe und unterstreicht den Eindruck, Leverkusen ist aktuell der ernsthafteste Konkurrent der Bayern um die Meisterschaft. Also im Moment Bayern-Jäger Nummer 1 würde ich ganz klar unterstreichen, wenn ich gesehen habe, wie Bayer im ersten Spiel auch Leipzig in der ersten Halbzeit dominiert hat. Das war ähnlich eindrucksvoll wie jetzt die Vorstellung in Gladbach. Und Borussia Dortmund hat auf mich bis jetzt in den ersten zwei Spieltagen nicht den Anschein erweckt, dass man den Bellingham-Abgang schon so richtig verkraftet hat und da eine richtige Lösung gefunden hat. Der Kader an sich, glaube ich auch, hat eine sehr gute Breite, wenn man jetzt sieht, sie können in der Abwehr, wenn alle fit sind, zu der Besetzung, die am Wochenende begonnen hat, mit Stanisic, mit Arthur und mit Hinkapi drei Spieler einwechseln, mit denen das Niveau nicht sinken dürfte. Sie haben im Mittelfeld noch einen Robert Antrich, der letztes Jahr absoluter Führungsspieler war, der im Moment nicht nach einer Verletzung noch nicht in der Startelf wieder auftaucht. Patrick Schick kommt zurück, Armin Adli kommt nach der Sperre zurück, Teller ist jetzt noch dazugekommen. Also da ist schon auch, was die Qualität betrifft, eine hohe Breite da. Im Moment sehe ich die mindestens auf Augenhöhe mit den Bayern, die ja auch noch nicht die ganz überzeugenden Leistungen gebracht haben. So, und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Schreibt mal unten rein, ob ihr Leverkusen zutraut, bis zum Schluss, um die Meisterschaft mitzuspielen. Schauen wir zum Schluss noch auf die Highlights der neuen Fußballwoche. Donnerstag Rückspiel für Eintracht Frankfurt in der Qualifikation zur Conference League. Nach dem 1:1 im Hinspiel bei Levski Sofia muss ein Sieg her. Freitag muss der BVB langsamer anfangen zu überzeugen im Heimspiel gegen Heidenheim. Samstag dann ein Klassiker der Fußballgeschichte. Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Bayern. Und Sonntag gleich drei richtig schöne Spiele. Union gegen Leipzig in der Premier League, Arsenal Man United und das Spitzenspiel in Liga 2, ja, ist es wirklich, der HSV gegen Hansa Rostock. Morgen gibt es hier die nächste Folge von Making Of über Florian Wirtz. Dazu haben wir unter anderem mit seinem Vater gesprochen, der sehr schöne Geschichten zum kleinen Florian auspackt. Das auf gar keinen Fall verpassen. Und dann natürlich am Donnerstag neue Folge von Was geht Bundesliga. Bis dahin, schöne Tage euch. Ciao, ciao.